Das ist ein riesiges Baum. Aus mir wurde über 100.000 Euro angeboten, wenn ich es komplett zerstöre. Und das machen wir auch. Deswegen habe ich einige coole Tools hier am Start. Und wenn ihr wollt, dass ich diese beiden Quietsche-Enten hier auf dem Pooleimer komplett zerstöre, dann lasst jetzt mal ein Like auf dem Video da. Gesagt, getan. Und ja, oh Gott, die beiden Arme, Alter, die gibt es jetzt als Chicken Wing. Okay, wir fangen an, Leute. Und zwar habe ich hier einfach mal so eine AK am Start. Und damit werden wir jetzt hier einfach auch komplett rausschießen. Aber ihr seht es selber, die AK macht leider nicht so übelsten Schaden. Ne? Und schon ist sie leer. Dann habe ich hier einfach noch den RPG am Start und der macht auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Schaden. Yo, was geht denn da ab? Okay, vielleicht können wir es sogar schaffen, damit hier ein so ein Strang von dem Baum gerade einfach mal abzuschießen. Ich sehe auf jeden Fall, dass hier eine Sache passiert und zwar fängt der Baum einfach an zu brennen und ihr wisst es selber, Holz brennt sehr, sehr gut. Deswegen lasst jetzt mal ein Abo da, Leute, kommen, dann wenn ihr wollt, dass hier der ganze Baum einfach abbrennt. Denn wenn wir es schaffen, hier das ganze Baumhaus zu zerstören, dann bekommen wir was sehr, sehr krasses. Und zwar seht ihr hier vorne schon was und zwar ist da so was Goldenes dran, hier mitten einfach so am Baum und das ist ein Raumschiff, aber das führt nicht irgendwo hin, sondern das ist ein Docking-Raumschiff. Das führt direkt zu dem Raumschiff von den Impostern. Beziehungsweise nicht Impostern, sondern von der Among Us-Station. Ich habe hier einen Disruptor und diese Waffe ist sehr, sehr krass. Ich möchte dir die mal ganz, ganz kurz zeigen. Und zwar kann man dann einfach den hier machen und yo, das Raumschiff! Oh mein Gott, okay, ihr seht es selber, das macht auf jeden Fall schon mal die Tür auf und man kann damit gleich auf jeden Fall wunderbar einfach auf diese Among Us-Station fliegen. Und hier brennt das eine Ding und crasht sogar runter. Alter, wenn das mal nicht krass aussieht. Auf die Enden, nein! Die Enten. Naja, gut, egal, Leute. Wir wollten die ja sowieso killen. So, was haben wir hier oben noch? Das ist der Disruptor. Das ist eine Plasmakanone. Damit können wir einfach mal hier, zack, auch Feuer ausmachen. Und vor allem, Alter, da ist einer runtergefallen gerade. Ah, ne, es war so eine Überwachungskamera. Okay, mit der Plasmakanone können wir einfach mal wie so krasse Sachen malen. Oh mein Gott. Und da entsteht auf jeden Fall auch sehr, sehr schnell Feuer. Und hier, die Brücke. Was? Als wenn die Brücke das überlebt hat und jetzt ist halt noch das Haupthaus am Start. Ich versuche mal hier vorsichtig hochzuklettern. Vielleicht können wir da sogar noch reingehen ins Haupthaus und mal gucken. Oh mein Gott, was wir hier drin so haben. Alter, das sieht ja richtig, richtig krass aus. Hier ist sogar schon so ein kleiner Imposter, aber der sieht aus wie ein Hund. Naja, dann machen wir einfach einmal den hier. Oh Gott, jetzt breitet sich da Feuer aus. Jetzt kommt Feuer. Oh mein Gott, okay. Was haben wir noch? Wir haben hier einfach mal einen Staubsauger und damit kann ich hier alles einsaugen. Oh mein Gott, guck mal, guck mal. Ich kann alles einsaugen, was hier in diesem Raum so, oh Gott, nicht nied und nagelfest ist. Aber das ist nicht alles. So, jetzt seht ihr es. Ich habe alles eingesaugt. Das ist nicht alles. Jetzt gehe ich mal ganz kurz hier nach draußen. Und jetzt kann ich euch zeigen, was passiert, wenn ich Rechtsklick drücke. Nämlich guckt auf den Staubsauger und Feuer. Ich kann die ganzen Sachen einfach wieder rausschießen aus dem Staubsauger. Während sich da unten das Feuer ausbreitet, bin ich natürlich auch ordentlich am Start und muss irgendwie noch ein bisschen mehr Schaden machen. Ich habe unter anderem diese beiden doppelten Miniguns. Und damit versuchen wir jetzt mal, oh ja, so einen kleinen Strich hier reinzumachen. Aber das bringt nicht so wirklich was. Vielleicht ja mit dem Minecraft-Bogen. Oh, und nochmal. Zack. Und nochmal. Na gut, okay, der Minecraft-Bogen macht jetzt auch nicht so richtig viel Schaden. Dann sollten wir eventuell doch wieder auf den Disruptor gehen oder die AK mal nachladen. Und Feuer hier, komm schon. Aber es bringt nichts, ne? Dieser Baum hier, Leute, der will nicht runtergehen, der ist so groß. Eventuell, wenn ich jetzt hier mit dem Disruptor reinschieße, ne? Wir gucken mal und... Oh mein Gott. Okay, das war krasser Schaden. Oh mein Gott, das könnte funktionieren, dass der Baum jetzt einfach gleich kippt. Und noch einmal. Zack und... Noch einmal hier, darauf, darauf. Oh mein Gott, und da ist das ganze Baumhaus und das ganze Baumhaus geht einfach kaputt. Ey, das ist so krass und damit haben wir unsere Mission erfüllt, Leute. Jetzt müssen wir zum Raumschiff und damit dann zur Imposter Among Us Station fliegen. Ich weiß gar nicht, wie so ein Teil funktioniert. Ich weiß nur, dass man hier, dass ich so Raketenbooster habe. Oder habe ich die sogar? Nee, die habe ich gar nicht ausgerüstet, verdammt. Okay, warte mal, das muss man auf jeden Fall erstmal so aufmachen, irgendwie dieses Raumschiff. Hallo, kann es bitte funktionieren? Ja, danke. So, am besten... Am besten vielleicht sowas hier. So, und jetzt müssen wir das irgendwie ganz gezielt nehmen, dass wir es einmal hier hinlegen können, dass ich da auch in Ruhe einsteigen kann. So, Tür aufmachen. Na gut, ich baue mich einfach durch hier. So, egal, da muss ich die Luft anhalten, Leute. So kann man doch auch im Weltall überleben, oder nicht? So, jetzt rein hier. So, zack. Boah, das sieht krass aus hier drin, Alter. Als wäre ich in so einem goldenen Palast oder so. Und jetzt, Leute, kräftig auf den Like-Button drücken. 3, 2, 1, yeah. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Okay, ich bin irgendwo woanders. Aber das ist doch jetzt nicht die Among Us Raumstation, oder? Was soll man da? Nein, Sachen, die man finden soll. Okay, das habe ich alles nicht gefunden. Wo sind denn hier Imposter? Sag mal, was ist denn das hier? Wer ist er denn, Alter? So ein kleiner Hase einfach. Guck mal, wir brauchen einen coolen Namen für den Hasen. Leute, schreibt mal ein paar Namensvorschläge in die Kommentare. Ich nenne ihn jetzt fürs Erste erstmal Gary. Gary! Okay, das war's mit Gary, Leute. Wir brauchen doch keinen Namen für Gary. Alter, was passiert, Mann? Oh Gott, ist das hier die Wäsche? Was ist das hier für... Die Wäsche! Oh mein Gott, was ist hier mit den Zelten los? Okay, ich habe eine Idee. Wir könnten rein theoretisch hier das, was auch immer das hier ist,
einfach mal abziehen, ne? So, vielleicht können wir damit mit dem Feuer jetzt ein paar Among Us-Figuren anlocken. Alter! Und wie der Rauch hier. Guck mal, wie krass das zieht, ne? Da brennt das Feuer sich hier auch wirklich einfach einmal komplett krass durch. Mount Everest? Welcome to the Mount Everest, to the top of Mount Everest. Du willst mir sagen, ich bin jetzt gerade auf dem Mount Everest oben drauf? So sieht's da aus. Oh mein Gott, ich habe da so eine Dokumentation mal darüber gesehen. Alter, da oben soll es echt wirklich sehr, sehr windig sein. Ich muss, glaube ich, runter ins Space Camp. Vielleicht finden wir da irgendwo die Among Us-Figur. Oder vielleicht hier auch irgendwo zwischen. Deswegen haltet jetzt mal bitte die Augen auf. Ich kann nur hoffen, dass jetzt hier jede Sekunde dieser Sturm... Da ist ein Licht da vorne. Ich kann nur hoffen, dass hier jede Sekunde dieser Sturm endlich mal vorbei ist. Da vorne ist eine Tür. Ist das der Eingang für die Among Us-Station? Ich glaube ja, oder? Oh mein Gott, was ist das für eine krasse Tür? Soll ich da wirklich durchgehen, Leute? Oh, ich trau mich nicht so richtig. Mann, ich habe ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, ob ich da durchgehen soll. Ich gehe gleich durch die Tür, aber ich bin hier erstmal noch ein bisschen am Rumwandern, weil ich habe hier oben noch was gesehen. Und zwar ist hier einfach so ein Typ oder einfach so ein Sommercamp. Wie unpassend. Alter, hier ist einfach so ein Camp und so eine Sonnenliege. Das gehört doch nicht auf den Mount Everest, sag mal, aber hier ist noch mehr. Ey, das ist ja wie in so einem Horrorfilm. Ist ja mega gruselig. Hier sind einfach so Schaukeln. Seht ihr das? So Schaukeln und die sind auch einfach alle... Du willst das Klettergerüst? Nein! Einfach so schaukeln wie aus so einem Horrorfilm. Mega gruselig. Was finden wir hier alle auf dem Mount... Was finden wir hier alles auf dem Mount Everest Base Camp? Sag mal, wie krass. Guck mal, hier ist einfach so ein verrosteter alter Beton. Yo, die ganzen Steine, die ganze Baustelle. Was passiert, Junge? Es fliegt einfach alles weg. Hier ist einfach so eine Forschungsstation. Ein verrostetes Auto. Oh mein Gott, was ist das denn? Auto wollte ich gerade sagen. Alter, hier ist einfach so ein... Hier ist ein Imposter. Oh... Amogus, sagt er auch. Alter, hier ist eine Poster. Junge, kannst du mir sagen, wo ich... oh mein Gott, er ist einfach komplett eingefroren. Aber das heißt, wir sind auf der richtigen Fährte, Leute. Wir sind auf der richtigen Fährte. Hier muss jetzt jede Sekunde... Oh mein Gott, war hier eine Among Us drin? Ich weiß es nicht genau, aber hier müssen wir auf jeden Fall lang. Hier müssen wir lang. Anscheinend geht es hier runter zum Basecamp. Was ist das? Ist das eine Atombombe, die hier nicht explodiert ist, die eingefroren ist? Junge, einfach eine Atombombe. Okay, da muss ich erstmal hier auf dem Boden einen großen Kreis drum ziehen, dass man da auf jeden Fall nicht so nah an die Atombombe rangeht, ne? Junge, Alter, okay, ist jetzt nicht der perfekte Kreis, aber egal, wen juckt's. Wir machen's jetzt, Leute. Wir gehen jetzt hier unten durch diese Tür durch und mal gucken, wo wir da rauskommen. 3, 2, 1 und jo! Okay, hier bin ich auf jeden Fall jetzt richtig. Ich bin jetzt einfach auf der Among Us-Map, Leute, aber das ist noch nicht alles. Wir müssen jetzt einfach noch herausfinden, wer von den Leuten hier der Imposter ist, Leute. Und das ist doch eigentlich eh immer der Rote. Hallo? Alles gut, entspann dich mal ein bisschen. Okay, okay, vielleicht sind auch wir der Imposter, oder? Ey, soll ich die mal alle killen? Das wäre eigentlich auch lustig, oder nicht? Komm, das mache ich einfach mal hier, zack. Ich nehme einfach mal hier die Feuershotgun und bam! Okay, alles gut. Okay, wir müssen abhauen, Leute, bevor die irgendwas mitbekommen, die Leute. Okay, wir tun so, als würden wir hier einfach dazugehören, als wären wir auch ein Imposter und machen hier eine Mission. Lalala. Ich habe hier eine Mission, ich muss hier ein bisschen was abbauen. Keine Sorge, alles gut. Hier vorne, hier wird das Raumschiff gesteuert, oder was? Nee, nee, warte mal, das ist diese Kanone. Hier links ist jetzt das, die Steuereinheit, ne, oder? Hier vorne, ja, hier wird das Raumschiff... Oh, Alter, die Sonne, Digga, ich sehe ja gar nichts. Hier wird das Raumschiff komplett gesteuert, aber ich sehe gar nichts, weil die Sonne mir so ins Gesicht... Ganz leise. Woher kommt der, Leute? Woher kommt der? Ah! Oh mein Gott, der Arme, Alter. Oh mein Gott. Okay, den Imposter haben wir auf jeden Fall jetzt auch. Okay, nachladen. Lalala. Den Imposter, den Crewman meine ich. Alter, wir sind nicht der Imposter. Wir sind nett, Leute. Wir sind richtig korrekt. Das Problem ist, niemand darf sehen, dass wir jetzt hier den Gelben gerade gekillt haben. Am besten, wir verstecken hier irgendwo seinen Körper, ne? Hier drüben vielleicht irgendwo versteckt, hier hinter der Ecke. Ja, ja, hier. Guck mal, das sieht man gar nicht. Das hier kann ja alles sein. Der kann ja hier irgendwie auch irgendwie, das kann zum Boden gehören oder so, weil die da gerade was reparieren oder so, ne? Okay, wie viele haben wir jetzt noch? Wie viele Imposter, wie viele Crewmate-Farben oder Among Us-Figuren gibt es eigentlich, ne? Das frage ich mich auch gerade. Wir müssen auf jeden Fall noch einige... Hier hat er Feuer gelegt! Der Rote! Hier war der Rote Imposter, der hat Feuer gelegt! Oh mein Gott, jetzt... verdammt! Jetzt brennt das ganze Raumschiff ab! Warte mal, das ganze Ding könnte ich jetzt vielleicht so drehen, dass die ganzen anderen Among Us-Figuren denken, dass ich das gar nicht war, sondern dass es der Rote war. Okay, pass auf, ich habe eine Idee. Ich lege jetzt einfach mal den Roten hier so hin. Oh mein Gott, Leute, das ganze Raumschiff brennt jetzt ab und da fängt jetzt auch Feuer. Das ganze Raumschiff brennt jetzt ab. Okay, wir müssen schnell den anderen Imposter-Figuren oder den anderen Among Us-Figuren Bescheid sagen, dass der Rote hier ganz, ganz viel Mist gemacht hat. Was passiert hier? Was passiert hier? Nein! Oh mein Gott, das ist der Lilane gewesen, das ist der Weiße. Was passiert, Alter? Jetzt müssen wir kurz löschen hier. Alter, hier ist ja komplett abgegangen, Alter. Oh mein Gott. Kann ich endlich mal so einen Report machen? Muss man nicht so reporten, wenn man denkt, dass man hier den Imposter gerade gesehen hat? Ich dachte, dann muss man so reporten dann. Da ist der Lilane. Guckt einer? Der Lilane hat gerade den Weißen hier gekillt. Jetzt schnell callen. Call! Es passiert nichts! Oh nein. Oh nein.
Ich habe hier drauf gedrückt, aber es passiert nichts. Und da ist der Lilane. Der hat gerade hier den Weißen gekillt. Und jetzt will der Lilane auf mich gehen? Nee, alles gut. Oh mein Gott, ich dachte gerade, der Lilane. Okay, ich tue so, als würde ich das nicht wissen. Oh nein. Oh nein, alles gut. Oh nein, alles gut. Wir müssen den Lilane killen. Der Lilane ist auf jeden Fall for real ein Imposter. So, den haben wir. Okay, welchen haben wir jetzt noch? Welche haben wir jetzt noch hier am Startort? Die müssen auf jeden Fall noch welche über sein. Alter, oh mein Gott. Oh, das ganze Raumschiff brennt hier gerade ab. Das wird einfach auch gleich abstürzen. Und dann werden mich diese übrig gebliebenen Imposter einfach komplett suchen, Leute. Weil die denken, ich habe das alles abstürzen lassen. Ja! So, den grünen haben wir auch. Sehr, sehr gut. So, und weg mit dem. Okay, was für einen haben wir jetzt noch? Wir haben hier, glaube ich, noch welche über, oder? Es müsste, gibt doch bestimmt noch so einen pinken oder so. Die sind doch hier bestimmt gerade am Mission machen. Hier in diesem Raum. Nee, hier ist keiner. Dann locker hier vorne... Bei der Elektrizität, ist das hier? Ui, vielleicht können wir hier auch so ein bisschen den Strom rausziehen. So, ja, das bringt eventuell auch was, wenn man den Strom zieht. Und dann könnte man ausprobieren, ob es eventuell was bringt, dass das Schiff jetzt gleich landen muss oder so. Und dann können wir immer noch so tun, als wären wir das nicht gewesen, oder? Ah, gut, okay. Ich meine, man sieht ganz klar, Leute, da vorne brennt alles richtig krass ab. Oh nein, die Krankenstation. Ey, nein, jetzt ist der Imposter schon abgehauen, oder was? Oder der Crewmate, der Letzte? Jetzt ist er schon weg. Der hat sogar schon reported oder sowas. Der weiß wahrscheinlich, dass ich das war. Der will mich rausvoten, Leute. Okay, wir müssen jetzt ganz schnell irgendwas uns einfallen lassen, dass wir hier weg können. Wie wäre es, wenn ich einfach jetzt das Raumschiff von den Impostern einfach irgendwo hinfliege? Ich war doch irgendwo... Die Steuereinheit. Hier vorne. Ich gehe jetzt einfach hier auf den Sitz rauf und tue es, als würde ich mich auskennen und drücke hier irgendwelche Knöpfe. Ja, und hier drüben... Mal gucken, wo wir dann rauskommen. Und, yo! Oh mein Gott, Leute, ich bin so am Sprinten. Ihr wollt nicht wissen, wo ich bin. Ich bin einfach am Flughafen. Und das morgen aus dem Boss-Dings hier. Raumschiff ist abgestürzt da vorne. Und ich bin jetzt am Flughafen, um schnell vor den abzuhauen, weil es waren einfach noch welche am Leben und die verjagen mich jetzt gerade. Es war sogar einfach noch der Rote am Leben, obwohl wir da so Spuren gesehen haben. Aber das Ding ist, wir wussten auch nicht, ob der Rote jetzt komplett gestorben ist, weil wir den nicht gesehen haben. Aber der Rote ist auf jeden Fall auch ein Imposter. Und der ist jetzt hinter mir her, Leute. Der jagt mich. Und deswegen dachte ich mir, wie könnte ich am schnellsten vor den abhauen? Und zwar am Flughafen. Deswegen bin ich jetzt hier am Flughafen und hoffe mal, dass ich hier. Einfach einen Flug nehmen kann. Vielleicht ja. Oh Gott, ich habe echt Angst, jetzt jede Sekunde von den roten Imposter gesehen zu werden, ne? Vielleicht ja hier vorne. Oh Gott, solche. Ist da einer an Bord? Ist da einer schon an Bord, ein Imposter? Ey, da oben ist schon so dieser Flugkapitän, der will doch hier gerade schon zumachen. Hallo, Crews. Ihr seid ja auch Crewmates sozusagen. Ich gehöre noch zum Flug dazu. Ich hatte nur noch nicht gebucht. Ich wollte nur kurz fragen, kann ich hier mitfliegen? Jo, Willi, was sagst du? Soll der mitfliegen oder nicht? Gute Frage, Bernd. Aber, naja, der hat kein Ticket, oder? Ja, ich weiß. Aber warum mal ein Auge zudrücken, oder was? Ey, ich würde mich da wirklich drüber. Ich würde mich da wirklich mega drüber freuen, muss ich sagen, weil ich habe kein Ticket und ich bin ein bisschen auf der Flucht. Wie auf der Flucht? Bist du etwa ein Strafgefangener oder was? Musst du in den Knast? Ich rufe sofort die Polizei. Nein, ich bin kein Strafgefangener. Ich werde von den Among Us verfolgt. Mann, ist mir egal. Jetzt macht ihr die Tür zu, Alter. Sonst mache ich mal kurz das hier mit euch, Alter. So, jetzt nehmen wir einfach mal den hier, Leute, und schmeißen den raus. So schnell geht das einfach. Und jetzt mach mal hier schnell die Tür zu, Alter. Wir fliegen jetzt hier einfach los. Das ist mir viel zu blöd. Das dauert doch viel zu... Oh Gott, jetzt bin ich runtergefallen. Das dauert doch auch viel zu lange hier. Nochmal. Und hoch hier. So. Okay, jetzt vorsichtig hier die Tür zu machen. Ich hoffe, das funktioniert. Da lässt man mich einmal was fliegen. Egal, ich tue so, als würde ich dazugehören, Leute. Ich tue so, als würde ich dazugehören. Ich mache einfach so den hier. La, la, la. So, liebe Patienten, wer von Ihnen hätte denn jetzt gerne nochmal... Ach komm, ist egal, Leute. Jetzt bin ich eher an Bord. Ich könnte auch versuchen, mich einfach da hinten im Klo zu verstecken, oder? Ich glaube, das ist auch eine gute Methode. Was ist denn hier? Alter, was geht denn hier ab? Junge, was ist passiert mit euch? Das war der... Imposter, lauf schnell und versteck dich. Oh mein Gott, ihr habt gerade selber gehört, Leute, die Imposter sind einfach schon am Start. Wir müssen jetzt hier schnell aufs Klo gehen, so, und jetzt warten, bis das Flugzeug ab... Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Entschuldigung, es tut mir mega leid, ich wollte nicht stören. Ich sperre sie hier auch nicht ein, es sieht nur komisch aus. So schnell weg den Hammer, so. Okay, und jetzt schnell hier. Ey, der hat alles voll gepinkelt, voll eklig. Okay, jetzt einfach chillen, Leute. Wir chillen einfach hier und hoffen mal, dass die Imposter uns hier drin nicht finden. Okay, es sind jetzt ungefähr 30 Minuten später und es fühlte sich so an, als wäre das Flugzeug gestartet. Wir testen mal ganz kurz aus, ob wir in der Luft sind. Ich glaube, es sieht gut aus. Oh, Alter, die leben wieder hier, die Leute. Alles gut, Alter, hier ist nur die Kohle ausgelaufen. Es sieht so aus. Wir fliegen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, wir fliegen tatsächlich. Alter, hallo, ja, ist gut, wir fliegen. Oh mein Gott, Leute, Alter, wir sind einfach an Bord und alles gut gegangen. Es sind einfach keine Imposter an Bord und wir sind einfach am Start. Ist das hier ein Leerflug? Ich glaube, ja, ne? Ich glaube, das nennt sich Leerflug oder so, wenn da keine normalen Leute quasi drin sind. Oh,
hier sind wieder zwei neue. Hallo, was geht? Ich habe nichts mit euren angemacht. Ich gehe hier kurz zu meinem Wagen, ne? Alles gut, das bin ich hier. Das ist mein Wagen. Ich wollte euch nur mal ganz kurz die Cola hier. Ich bin für die anderen Fluggäste zuständig. Bin ich eigentlich gar nicht, Leute. Aber in Wirklichkeit muss ich hier vor den Impostern abhauen. Eventuell gehe ich mal zu dem Kapitän, ne? Ich meine, wenn das ein Leerflug ist, dann müsste es doch hier auch einen Kapitän geben. Hallo? Ist hier ein Kapitän? Oh, ist Autopilot gerade? Okay, und der liest da anscheinend gerade irgendwas. Okay, den wollen wir mal lieber nicht stören, während der was liest. Da ist wahrscheinlich gerade einer auf Klo, ja, habe ich mir fast gedacht, ne? Okay, okay. Es sieht so weit so gut aus, ne? Wenn ich mal hier aus dem Fenster gucke, alles entspannt, Leute. Ich sehe keine Among Us-Figuren hier irgendwo in der Nähe. Was ist jetzt los? Ich wollte hier nur mal ganz kurz auf Klo gehen. Was ist denn jetzt passiert? Hallo? Oh mein Gott, was ist das denn? Wieso leuchtet das jetzt hier alles rot im Flugzeug? Das ist doch eigentlich normalerweise das Zeichen dafür, dass es abstürzt. Was ist das denn? Oh mein Gott, hier ist die grüne Among Us-Figur. Ich glaub's nicht. Hau mal ab hier, Kollege. Okay, wir müssen uns schnell was einfallen lassen, Leute. Wir müssen irgendwie hier die Among Us-Figur komplett zerstören, Alter. Siehst du, dass du hier abhaust, Junge? Wir haben doch diese ganzen krassen Figuren. Hau ab, du Among Us-Figur, Alter. Oh mein Gott, Leute, jetzt sind hier einfach... Jetzt ist hier, die haben mich gefunden, Alter. Wie ging denn das? Und wieso sind die in Real Life so groß? Wenn man das spielt, dann sind die eigentlich so mega, mega klein. Ich habe eine Idee. Ich könnte aufs Dach gehen. Ich könnte mir hier auf dem Dach ein kleines Loch einschießen. Warte mal, geht das? Nee, okay. Dann explodiere ich mal eins rein hier. Ich weiß, das sollte man auf jeden Fall auf dem Dings nicht machen im Flugzeug, aber... Oh, okay, so. Aber es funktioniert trotzdem. Oh mein Gott, nein! Oh Gott, ich fliege raus. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Aber ich bin auf jeden Fall jetzt hier hinten auf dem Flugzeug drauf und da ist einfach so eine Among Us-Figur. Yo, was ist das denn? Das fliegt einfach noch eine, Alter, der gelbe gerade. Als würde jemand von unten gerade mit Among Us-Figur auf uns schießen oder so. Was ist das denn da oben, der orangene, Alter? Da war gerade der orangene Imposter. Alter, die machen ja hier alles kaputt. Sag mal, jetzt brennt da schon das Triebwerk. Ey, verdammt, Leute. Jetzt brennt hier einfach schon das Triebwerk. Oh Gott, wir müssen irgendwie einen Weg finden, wie wir hier nach vorne kommen. Ja, das sieht gut aus. Ah, nein. Nicht runterfliegen, bitte. Nicht runterfliegen, bitte. Oh Gott, ich muss hier irgendwie einen Weg finden, wie ich hier bitte wieder nach vorne komme. Bitte rein hier ins Flugzeug. Oh mein Gott, Alter. Da draußen ist aber echt kein Spaß. Oh nein, Leute. Seht ihr, was ich sehe? Der rote Imposter ist am Start, Leute. Er ist jetzt einfach hier oben auf dem Flugzeug drauf. Was wollt ihr? Was habe ich euch getan, Mann? Alter, der rote Imposter, Junge. Und der ist einfach hier und zerstört einfach das ganze Flugzeug, Leute. Der lässt gefühlt hier das ganze Flugzeug abstürzen. Willi, nein, der war zwar sein erster Arbeitstag. Der lässt hier gefühlt das ganze Flugzeug abstürzen. Nimm die Hände hoch, du blöder Imposter. Ich bin hier echt der Letzte, der hier drauf gehen will im Flugzeug. Oh mein Gott, wir kämpfen gegen die, aber... Nein, keine Muni mehr. Doch, wir haben noch ein Magazin. Okay, alles gut. Und nochmal, Alter, der versucht sich hier irgendwie zu retten und festzuhalten. Aber die lassen das ganze Flugzeug einfach abstürzen. Leute, was ist los mit denen? Ich bin leer gelaufen. Ich bin leer gelaufen. Verdammt, was soll ich jetzt tun? Warte mal. Okay, ich habe eine Idee, aber die ist eventuell... Ihr würdet wahrscheinlich sagen, die ist wahrscheinlich dumm. Okay, warte mal, ich habe eine Idee. Pass auf, wir könnten... Ja, wir sind hier nämlich von der Höhe her, sind wir hier, fangen hier die Flügel an. Das bedeutet, wenn ich das Flugzeug hier einmal so abschneiden könnte, fliegen alle Imposter weg und wir stürzen eventuell nicht ab. Ich meine, hier ist eh ein Riesenloch, also das Flugzeug ist ja auch noch nicht abgestürzt, also das könnte funktionieren. Ich schneide hier so, guck mal, das ist die Tragfläche, seht ihr das? Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich nicht die Tragfläche oder die Turbinen treffe. Ich schneide einfach jetzt hier mal so ein riesiges Loch rein, so, hier unten auf dem Boden. Dann müssten die ganzen... Oh Gott, es passiert! Es funktioniert! Oh mein Gott, was passiert? Ich muss mir das mit der Drohne angucken. Das funktioniert, Leute! Das hackt das Flugzeug! Es fliegt mit den Impostern! Mit den Impostern! Es fliegt einfach runter und die ganzen Imposter sind einfach noch im Heck drin! Wie krank ist das denn? Das Hinterteil des ganzen Flugzeugs ist einfach jetzt gerade mal da unten und fliegt einfach mal gerade komplett weg, Alter! Jetzt müssen wir uns eigentlich nur noch um dieses Feuer hier vorne kümmern. So, wenn wir das Feuer hier gelöscht bekommen, dann sollte es eigentlich hier sicher sein, dass wir hier weiterfliegen können. Ich meine, wir sind zwar nur noch ein halbes Flugzeug, aber immerhin stürzen wir nicht komplett ab, obwohl das wahrscheinlich eine problematische Landung werden wird. So, ich habe alles gelöscht. Hier sind noch ein bisschen ein, zwei kleine Funken. Hier drüben, so, da oben natürlich auch nochmal. Sehr gut, dass ich hier den ausgerüsteten, krassen Wasserstrahl habe, ne? Irgendwie Poolstrahlrohr oder so heißt der. So, hier drüben auch nochmal, so. Das ist alles so Kleinkram, Leute, da kann ich mich später drum kümmern. Das grobe Feuer ist auf jeden Fall gelöscht. Die Imposter, wo sind die? Die sind da unten ins Meer gefallen. Yo, da fallen die einfach gerade runter und gehen unter. Das ganze Heck des Flugzeugs, ihr seht das selber, Leute. Das ganze Heck des Flugzeugs da hinten geht einfach gerade unter und verschwindet. Was ist das denn? Das Flugzeugheck ist verschwunden. Und wir fliegen hier mit einem halben Flugzeug einfach weiter. Ich meine, guckt euch das mal an, Leute. Das ist einfach ein halbes Flugzeug und es fliegt noch. Aber immerhin stürzen wir nicht komplett ab. Aber der Imposter ist einfach mal komplett abgestürzt. Ich hoffe, wir überleben diese Landung, Leute. Lasst ein Like und auch ein Abo da, wenn es euch gefallen hat und ihr bis hierhin geschaut habt. Ich mache jeden Tag Videos. Tut mir den Gefallen, checkt das Video aus, was ihr gerade irgendwo seht. Wir sehen uns im nächsten Video. Dann wünsche ich euch bis dahin und ciao, ciao.